Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim und nachdem wir jetzt gerade viele Folgen FIFA aufgenommen haben, habe ich und wir jetzt so toll rumgeschrien haben, ist meine Stimme jetzt ein bisschen fettig, aber naja, was soll's. Mir geht's auch wieder besser und so. Ja. Haben wir nicht schon alles gemacht? Ja, bitte. Bleibt an meiner Seite. Dann wird Quatsch. Das wollte ich nicht. Das nicht für euch tun. Ich habe mein Bestes gegeben. Oh, ja, ja, danke. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür. Sei doch. Habe ich keine Mission mehr? Ah, ich habe keine Mission mehr. Woohoo. Okay, ein bisschen froh. Weil ich habe mir nämlich jetzt was überlegt. Ja. Und zwar, wir machen das jetzt so, da ich natürlich auch jetzt mal wieder ein bisschen Hauptstory spielen will. Ich nehme jetzt eine Sache von oben und danach wieder eine Sache von unten. Danach wieder eine Sache von oben, danach wieder eine Sache von unten. Und wir machen jetzt erstmal das hier. Weil die wollte ich euch sowieso noch zeigen. Ach ne, den geheimen Weg haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Und zwar ist es so, dass diese Mission ja immer wieder kommt. Also, dass es eine unendlich lange wiederholende Mission ist. Aber ja, ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Wow! Wie schnell ich Sachen vergesse. Ich gehe jetzt einfach mal hierher, weil hier ist eigentlich der schnellste Weg. Jetzt gehen wir einfach mal hier. Der ist tot. Hat er wieder irgendwas Neues? Nein! Dann ist es ja gut. Da liegt eine Axt, die braucht kein Mensch. Rief Dawn. Do you see this, Archimilama? Ja. Oh, ich habe hier noch so eine fette Stapel Chips. Leider keine Brainer, sondern nur so welche aus dem Norma. Ja, Hauptsache ich habe gleich irgendwas zu fressen. Meine Eltern sind netter, bin ich sehr zufrieden mit. Kann ich auch ein bisschen rumragen hier. Was ich bei Skyrim eh nicht tun werde, weil Skyrim eigentlich ein Pussy-Spiel ist hier. So. Ja genau, wir müssen wieder zur Zuflucht. Ach ja, stimmt, ich habe ja noch nicht den Geheimeingang von der Zuflucht entdeckt. Surprise, surprise. Look me. So toll. Ich bin begeistert. Fresse. Ja, komm jetzt. Mach, tu was für dein Geldspiel. Naja, du bekommst ja gar kein Geld von mir. Egal. Danke. So, und zwar ist... Wie kann ich euch helfen? Ha, ihr habt mir gerade einen übelsten Schrecken eingejagt. Und zwar ist der geheime Eingang... Hier, genau. Hauptsache erstmal fünfmal dran vorbeilaufen. Egal. Kann ja schon mal vorkommen. Ah. Okay. Egal. Ja, komm, Spiel. Ja. Come on, Spiel. Come on. Danke. Hüppa, hüppa. Ach ja, hier. Mit der dunklen Bruderschaft geht es wieder bergauf, Zuhörer. Ich werde kann euch mich, zeigen, wie ihr euch wirksam kann er mich noch trainieren? Und dabei dennoch schnell auf den Beinen. Nö, kann er nicht. Ach. Ja, anscheinend ja nicht. Nee. So ist es ja nicht. So. Mutter. Ein weiteres Kind hat zu seiner Mutter gebetet. Sprecht mit dem trägen Bauern im Wielemühe in Ivarstadt. Nehmt sein Gold und dann tötet das Ziel. So Alter, könnt ihr mal die Fresse halten im Hintergrund? Es nervt! Blut
besiegelt. Alter! Bitte! Bitte! Alter, wer ist denn hier am Rumheulen? Den schießt sich eigenhändig in die Fresse. Hallo Leute, ihr seid vielleicht jetzt hier gefesselt, aber ihr könnt doch mal bitte die Fresse halten, wenn ich mit jemandem am Reden bin. Sonst gibt's das hier. Und das hier. Und das noch wieder zu. Ich töte euch jetzt, wenn ihr die Fresse haltet. Und verbessere sogar damit noch meine Schießkunst und werde ein Level ab. So, und jetzt noch den letzten in die Fresse. Hallo, du warst gefesselt. Gebt ihr mir alle meine Eisenteile wieder? Ja, ist ja toll. Du auch? Okay. Bin ich mit zufrieden? Hallo. Ich habe nur gerade mal deine Typen da getötet. Ich hoffe, das macht dir jetzt nichts aus. Ach, hier mit dran. Okay, damit schön. Und zwar sollen wir zu einer Kontaktperson, die sagt, wir werden töten sollen. Dann töten wir den Kerl, dann geben wir wieder zurück, sacken das Geld ein, gehen wieder zurück zur Mutter der Nacht und dann fragt die das immer und immer wieder. Es sind zwar immer wieder andere Personen, aber nach und nach werden die dann immer doppelt, also dann wiederholen die sich doch irgendwann mal wieder. Am Anfang denkst du, ich habe aber was anderes. Und dann wiederholt sich immer. Einmal mache ich es. Ja, komm. Das schafft man in der Folge. Ja, ich bin ja Level Up, das könnte ich hier gerade noch schnell tun. Ich will eigentlich mal für Ausdauer. Machen wir einfach mal das hier. Heimlichkeit ist das. Ah, jetzt. Okay. Schleichen, okay. So, wo muss doch mal hin? Ah ja, nach Iwastadt, genau. Das ist ja ganz da hinten am Arsch der Welt. Schaffen wir schon irgendwie. Oh, ich hab Hunger auf Chips. Ich will die aber jetzt halt mitten in der Aufnahme hier fressen, ne? Da bekommt erstmal ihr Hunger und zweitens, ich hab da noch mehr Hunger. Und drittens, dann hört man immer so ein scheiß Gekau im Hintergrund. Ist ja scheiße. Hab ich ja schon erwähnt, dass das scheiße ist? Ah! Ja, ein Bogen. Ich find's auch super toll. Ja. Wow. Wow. Es ist so fantastisch. Es macht so viel Spaß, einen Bogen zuzugucken. Es ist unglaublich. Schaut euch diesen Bogen an. Danke. So. Oh, ne. Schon wieder Ladepause. Oh. Ich kann ja mal ausrechnen, wie lange ich... Ich sag mal, ich nehme jetzt 15 Minuten auf und dann rechne ich mal aus, wie viele Minuten davon nur Ladepausen sind. Wie wär's damit mal? Okay. Ach, du willst hier also eine Dutzend sehen. Du hast gerade dein Becher also in deine Fresse gehalten, also nicht an deinem Mund. Rücksichtslosen Magier, der im frostigen Feuer in der Winterfeste lebt. Ich will ihn tot sehen. Dieses Gold sollte als Bezahlung... Ein Magier. Winterfeste. Da. Magier! Zweitens Winterfeste. Das Magier-Hauptquartier aller Magier. So. Wir waren noch nie in Winterfeste. Nein. Waren wir wirklich noch nie in Winterfeste? Ach du Kacke. Ist ja peinlich. Dann gehen wir heute mal nach Winterfeste, Freunde. Da sind wir alle wieder gut und fröhlich mit dabei. Da haben wir auch wenigstens nicht so viele Ladezeiten. Ja, Wölfe, wow, super. Do you see this wall? They see me rolling, they hate it. Komm. Schade. We go, we go. In die falsche Richtung. Ah, Schattenmänner. Hi.
Go, mein Tier. Jump. Do you see this move? I'm so fast. Okay. Jetzt links abbiegen. Danach der B328 folgen. Ich weiß nicht mal, ob es die B328 gibt, aber egal. Gehe ich überhaupt hier richtig? Ich gehe ja nach unten, ich muss ja nach oben, oder nicht? Oh, wie süß, ein Ziegenbock. Höhle der Totgeburt. Oh Gott, Gottes Willen. Da will ich doch noch gar nicht hin. Okay, die Waffe ist fertig. Alter, hört auf, mein Pferd anzugreifen, ne? Ich will euch tot sehen. Habe ich es getroffen durch den Busch? Ja, nice. Okay, dann laufe ich halt dahin. Was habe ich jetzt entdeckt? Eine Schmiede oder was? Bergbau. Ah, Mine ist da doch. Fast selber. Eisenerz. Hat keiner gesehen. Kann ich irgendwas tun? Oh, ich kann mir Eisenbahn herstellen. Ja, nice. Und noch ein. Oh, zwei Eisenbahnen. Schon gut. So. Und jetzt auf einer Winterfeste. Irgendwo ganz da hinten, ey. Hey, Ziegenbock! Seid ihr Banditen? Das geht euch nichts an, Bürger. Das geht euch nichts an. Ah, okay. Halt's Maul. Hallo, halt's. Um Gottes Willen. Die stehen ja einfach mal ganz gechillt. Und der macht mich da gerade übelst fertig. Ja, und auch noch ein Eisgeist, ey. Da lämme ich doch alle am Arsch hier. Nein, einer ist gefallen. So ein Scheiß. Hallo, einer von euch ist tot. Kümmert euch mal darum hier. Die sind ja eiskalt, ey. They see me rolling. Da hinten ist Winterfest. Oh, wisst ihr was? Nein, da will ich doch gar nicht hin. Ich will Karte. Der Punkt da hinten, der geht mir auf den Sack. Danke. Da ist Winterfest. Und wir sollen niemanden töten. Und es hat gerade ein Ticken geleckt, aber egal. Wir töten den jetzt noch schnell. Willkommen in Winterfeste. Da ist der Typ anscheinend drin. Da stürmen wir jetzt rein und bam, eiskalt in die Fresse. Versucht ihr euch zu verstecken? Also hallo, ich kann keinen entdecken. Ich versuche mich schon nicht zu verstecken. Wie kommst du denn darauf? Ich habe nichts gemacht, er ist einfach so tot umgefallen. Ne? Wisst ihr ja Bescheid, ne? Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zur Hölle? Wo kam der her? Ich habe mich versteckt. Das hat niemand gesehen. Oh mein Gott, ey. Der mich erschreckt. Erschreckt. Der mich voll erschreckt, ey.
damage. Alter! What the hell are you doing? Okay, okay, ich muss jetzt erstmal meine Verfolger, nicht Befolger. Gott, abschütteln. Hep, hep. Ach, kommst du hoch? Alter, die schießen aber schon scharf hier. Ah, komm schon. Schaffst du. Ist das ein Eisgeist? Das ist in der Tat ein Eisgeist. Den Eisgeist sollte ich ja eigentlich am besten keine Pfeil und Bogen und so, ne? Heb die Pfeile auf, Mann. Den Typen habe ich aber abgeschüttelt, ne? Okay, dann reisen wir noch kurz zu Dämmerstern. Ich hoffe, die nehmen uns da jetzt nicht direkt gefangen. Das kann ja gut möglich sein. Ja, wir gehen jetzt einfach schnell in die Zuflucht und dann kann uns nichts passieren. Und danach verabschiede ich mich. Wir haben ja schon, 17 Minuten, ey. Mann, was rennt die Zeit. Ich hoffe, ich komme morgen überhaupt zum Hochladen, weil, 7 Stunden morgen, ey, habe ich keinen Bock drauf. Das komische Ding, was aussieht wie ein Dildo. Ja. So, wir flüchten jetzt einfach mal hier so gechillt. So, und jetzt in der Ladepause verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet auch in den nächsten Folgen oder in der nächsten Folge wieder ein. Ja, ich bedanke mich zum Gucken dieser Folge. Ja, ganz spontan mal hier. Und bis zur nächsten Folge sage ich tschüss.